Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ihr seht heute meinen ersten Cresselia Raid. Und ich bin so froh, dass es gerade ein bisschen ruhig ist, weil hier wieder übelst die Baustelle vorm Fenster ist. Und ja, wir haben also 14 Accounts dabei gehabt, haben das Cresselia gemacht, haben uns da getroffen. Ihr wisst, das ist alles ein Pokémon aus der vierten Generation vom Typ Psycho. Kommt genau hinter Giratina, was jetzt natürlich weg ist. Und ich kann euch natürlich nur wieder raten, wie jedes Mal genau das gleiche. Legt euch eine Despoda-Armee zu, denn Despoda macht einfach alles kaputt. Jetzt ist Despoda sogar nochmal stärker geworden, kommt über die 3800, nee, 387, von 36 auf 37, 38, irgendwas so, keine Ahnung. Und auf jeden Fall mit Bissknirscher ist das immer noch einer der besten Angreifer. Der teilt richtig aus. Der ist meistens auch sehr effektiv gegen die meisten Raid-Bosse. So wie Machomai gegen die Vierer-Raid-Bosse. Nehmt ihr einfach Despoda für fast alle Fünfer-Raid-Bosse, die da so auftauchen in letzter Zeit. Selbst gegen Giratina war das eine gute Waffe. Jetzt gegen Cresselia, wie auch immer, ist das auch der Favorit, die Nummer 1. Ihr könnt natürlich auch euer Mewtwo nehmen, wenn ihr habt, mit Psychoklinge und Spukball. Aber Spukball werden die wenigsten haben. Das ist nämlich der Legacy-Move, den Mewtwo vorher noch hatte, als es aus den X-Raids auch kam. Ihr könnt natürlich auch Gengar nehmen mit Dunkelklaue, Spukball oder mit Schlecker, Spukball, je nachdem. Geistertagen sind also auch gut gegen Psycho. Aber ich habe wieder meine Despoda-Armee am Start gehabt, die 98er, die ich da alle habe, mit Bissknirscher natürlich ausgerüstet, draufgehauen. In 80 Sekunden war das Teil dann auch gelegt. Bei 220, also ungefähr Restzeit, lag es dann am Boden und hat sich gekrümmt vor Schmerzen. Und wir haben dann so gemütlich gefangen. Und das Fangen war natürlich wieder mal richtig behindert. Da wünsche ich mir sofort Giratina zurück. Das saß einfach immer nur da. Hat übelst oft angegriffen, sodass man jedes Mal schön nach dem Angriff gleich werfen konnte. Man musste nicht lange warten, das ging immer flott von der Hand. Aber Cresselia... Wow, jetzt geht's wieder los da draußen. Die ist natürlich ganz anders, denn die schwebt erstmal nach links, die schwebt erstmal nach rechts, die greift dann da irgendwann mal an, dann kommt sie wieder zurück, dann greift sie vielleicht in der Mitte an, ihr werft bestimmt erstmal den Ball zu weit, denn die sitzt ziemlich weit vorne. Alles, was bisher galt, ist wieder egal. Also leicht drehen, einfach draufschmeißen, nicht zu viel Kraft. Dann ist es auch da kein Problem, einfach fabelhaft zu treffen und sicher nach dem Angriff zu werfen. Und die Krone aufgesetzt hat natürlich der Zahnfee, also der Lukas, denn der hat bei seinem ersten Raid mit dem ersten Ball gleich ein 98%iges bekommen. Glückwunsch dafür, werde ich hier kurz mal einblenden. Also ihr seht schon, da ist alles möglich. Erster Ball drauf, gleich drin, 98er. Da kann es jetzt also wieder gemütlich angehen lassen, noch ein paar Bonbons farmen, weil das Teil, gut, es ist in meinen Augen, es sieht zwar schön aus vielleicht, ich wünsche mir dann lieber so gefährliche, brutale Biester wie Giratina. Und ich finde Giratina auch nützlicher als das Neue jetzt, was auch mit den WP leider nicht so hoch kommt. Und ja, selbst ein 100er würde ich da wahrscheinlich erstmal nicht hochziehen. Na gut, werde ich doch. Ich ziehe ja jedes 100er bestimmt hoch, gerade bei Legendären. Aber das war es von meiner Seite aus erstmal. Habt ihr heute schon einen Giratina-Raid gemacht? Dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Und es tut mir leid, dass heute kein weiteres Meltan-Kapitel kommt. Es ist schon alles fertig. Ich habe die Videos auch schon bereit. Aber weil heute ja auch Mittwoch ist und ihr später noch die neue Raid am Mittwoch-Folge seht und ich nicht schon wieder 3 Videos an einem Tag hochladen wollte, wird es das nächste Kapitel erst morgen geben. Denn heute gibt es Raid am Mittwoch und eben diese Folge jetzt zu diesem besonderen Anlass, weil das Teil, wo ich den Namen schon wieder komplett vergessen habe, jetzt da ist in den Raids. Also viel Spaß beim Raiden, gönnt euch, probiert aus, wie könnt ihr es fangen, er lässt sich's gut fangen oder nicht, macht eure eigenen Erfahrungen und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.